Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Haul. Ich war im Müller und im Rossmann. Ich habe nicht so viel gekauft. Es sind hauptsächlich Sachen geworden, die aus dem Sortiment gehen oder die ich schon länger mal testen wollte. Also es ist wirklich nicht viel. Es ist eine einzige Neuheit mit dabei. Also wirklich komplett nicht viel. Es ist wirklich viel, wo ich eben nachgekauft habe und ja, wo ich eben wieder gebraucht habe, wo ich testen wollte. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich starte direkt. Und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und ja, los geht's. Ich starte mit Müller, da ist es am wenigsten geworden. Und zwar habe ich mir bei Müller zu einem mitgenommen eine Fußcreme. Und zwar von Barfuß die Urea Fußcreme mit 10% Urea. Intensivpflege für extrem trockene und rissige Füße. Die wollte ich unbedingt mal testen. Ich wollte mir eigentlich die von Balea kaufen, aber da ich in nächster Zeit, denke ich mal, nicht so oft in DM kommen werde, weil einfach das Wetter bei uns nicht so schön ist, dass man da jetzt so weit fahren kann, was halt wirklich oft auch gegen Abend dann glatt wird und es halt oft auch so Eisregen hat. Deswegen komme ich halt im Moment nicht so oft weg und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal die von Müller, von Barfuß eben mitgenommen und hoffe, dass die gut sein wird. Hier sind enthalten 100 Milter und die soll eben auch ganz gut sein, habe ich gehört. Die ist halt eben, wie gesagt, auch mit Urea und Shea Butter ist hier noch drin, Mandelöl, Panthenol und Allantoin, also alles sehr pflegende Sachen. Und soll halt eben die Füße sehr weich machen und ich bin gespannt. Wie gesagt, 100 ml sind enthalten, werde ich testen und euch berichten. Die von Balea finde ich ganz gut und ich bin jetzt gespannt, wie die von Barfuß sein wird. Dann hat noch mitgedurft, die wollte ich auch schon länger mal testen, weil ich von der Eigenmarke von Müller, von Cadea Vera, von den Reinigungstüchern fürs Gesicht nicht begeistert bin, wollte ich mal die von Terra Naturi testen. Das ist eben die Naturkosmetikmarke von Müller und da habe ich jetzt die sanften Gesichtsreinigungstücher mit Mango und Aloe Vera für alle Hauttypen aus der Reinigung mitgenommen. Das ist halt quasi so eine Reihe, wo es halt ganzen Reinigungssachen gibt und die durften jetzt mal mit. Ich bin gespannt, wie die riechen, ich bin gespannt, wie die sein werden vom Gefühl her auf der Haut und hoffe natürlich, die sind gut. Ich hatte die noch nie und habe die auch noch nie irgendwo gesehen, deswegen habe ich die jetzt mitgenommen und freue mich auf jeden Fall drauf. Dann habe ich mir eine Neuheit bei Müller mitgenommen. Ich reiße mich im Moment sehr zusammen mit den Neuheiten, da ich ja im Laufe von Januar, Februar mich gerne mit der Carolina treffen würde und dort halt dann so die Neuheiten mit ihr zusammen entdecken will quasi. Aber an dieser Neuheit konnte ich nicht vorbeigehen. Und zwar hat Body & Soul Wellness, die Müller Eigenmarke, jetzt eine neue Reihe rausgebracht. Und zwar mit Duschschäumen und so ähnlich wie Rituals, würde ich sagen. Also zumindest von den Produktbeschreibungen her, von den Produkten an für sich. Also es gibt Duschschäume, es gibt Zuckerpeelings und Salzpeelings, wenn ich mich nicht irre, und halt so Körpercremes. Und ich habe mir jetzt aber hier nur den Duschschaum mitgenommen, wohlgemerkt. Das ist von der Hamam-Reihe eben der Duschschaum mit Arganöl. Ich finde das Design ja schon mal richtig, richtig schön. Und ich habe eben unter dem Post von Müller, ich habe Müller quasi abonniert auf Instagram. Und da habe ich eben gesehen, beziehungsweise gelesen unter dem Post, wo sie die Produkte vorgestellt haben, dass das wohl sehr ähnlich riechen soll wie von Rituals, der mit Orange und Zedernholz. Und hier hinten steht eben auch drauf, dass es wohl mit Orange, Zedernholz und Rosenblütenduft sein soll. Und deswegen habe ich den mitgenommen, weil das wäre mal eine richtig günstige Alternative, weil das kostet, glaube ich, ich habe es euch jetzt schon eingeblendet, 3 Euro. Und ich meine, 3 Euro kann man echt nichts sagen, hier sind 200 ml da drin. Und es sieht wirklich sehr ähnlich aus wie Rituals, also von der Flasche her, es fühlt sich gleich an. Der Pumpspender ist gleich und auch die Milliliteranzahl ist gleich und ich bin gespannt. Ich habe gehört, dass die wirklich sehr fluffig sein sollen und ja, man riecht jetzt minimal was raus. Also es riecht schon so orangig, bisschen warm, orientalisch. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, freue mich auf jeden Fall drauf und werde da euch auf jeden Fall auch mehr berichten, spätestens in der Review oder in einem Aufgebraucht-Video. Dann habe ich bei Müller noch drei Badezusätze mitgenommen. Und zwar habt ihr vielleicht in einem meiner letzten Müller-Hauls gesehen, dass ich da den Früchtezauber zweimal mitgenommen habe, weil die anderen Sorten alle ausverkauft waren. Und jetzt gab es die. Und zwar diese beiden Sorten duften noch mit. Einmal Rosengarten, das ist eben mit Rosenduft. Wie der Name schon sagt, finde ich sehr, sehr schön. Und einmal Paradiestraum mit Granatapfelduft. Und ja, die beiden duften halt eben mit. Sind sehr günstig und benutze ich halt nur für Fußbäder. Und dann habe ich noch entdeckt von Tete Sepp dieses Kleopatras Geheimnis. Das ist ein flüssiges Bad mit Milchprotein, Honig und Mandelöl. Ja, das durfte eben noch mit. Fand ich sehr interessant. Hatte ich auch schon öfters mal. Ich meine, die haben jetzt die Verpackung geändert. Zumindest kam mir
die Verpackung irgendwie mal anders vor. Kann ich mich natürlich auch irren. Aber das durfte mit. Ich liebe diesen Duft von dem Bad. Kann man natürlich nicht dran riechen. Aber wie gesagt, hatte ich eben schon öfters mal. Und finde ich sehr, sehr schön. Und beispielsweise von so einem Bad gebe ich halt dann immer nur die Hälfte rein, weil das ja sehr hoch dosiert ist. Und ja, finde ich sehr, sehr gut. Und bin ich sehr gespannt, wie es sein wird. Und dann hat bei Müller noch eine Maske mitgedurft. Ja. Und zwar von Garnier. Skin Active Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Das ist eben mit Salicylsäure und Zink. Und das ist eben diese Maske, die warm wird. Also die trägt man aufs angefeuchtete Gesicht auf. Und dann wird die halt so warm und öffnet die Poren ganz gut. Und danach ist es halt super, das Gesicht einfach mit einem Waschgel zu waschen. Damit einfach der Dreck dann auch aus den Poren rausgeschwemmt wird. Und das Waschgel natürlich dann wieder super gründlich abwaschen, damit nichts in den Poren hängen bleibt. Und die Maske finde ich sehr, sehr gut. Und gerade jetzt, wo es noch so kalt ist, denke ich, wird die ganz gut sein. Ich habe so ein bisschen Probleme mit Unreinheiten, aber auch sehr trockene Haut im Moment. Und das ist halt so ein bisschen schwierig zu behandeln, wenn man halt eher eine Mischhaut hat. Und dann halt trockene Stellen hat, aber auch Pickel. Und die Maske ist eine Maske gegen Pickel, die, wie ich finde, nicht stark austrocknet. Und deswegen habe ich die mir jetzt mal gekauft und werde sie auf jeden Fall verwenden. Hatte ich früher schon mal. Ich finde die Wirkung gut, aber ich finde eben, dass es bessere Masken gibt, die besser wirken ohne diesen Thermoeffekt. Aber ich habe die mitgenommen, weil die eben nicht so austrocknend ist wie die anderen reinigenden Masken, die ich kenne. Und das war es auch schon aus Müller. Jetzt kommen wir zu Rossmann. Da habe ich ein bisschen mehr mitgenommen. Zu einem war ein Angebot von WC Frisch. Klostein. Das ist jetzt hier die Blütenfrische, die kaufe ich immer. Also wenn es keine Limited Editions gibt an so Klostein, kommt meistens die Blütefrische oder die Lavendel-Variante mit, weil ich die einfach so mit am besten finde. Ich finde, die riechen gut, die riechen lang. Und ja, ich habe jetzt zwar noch eine davon, der Blütenfrische von WC Frisch, aber ich dachte mir, wenn es im Angebot ist, nehme ich es mit. Die werden ja nicht schlecht, die werden ja aufgebraucht und deswegen durfte das einmal mit. Dann durften noch mit Zahnbürsten. Wie gesagt, ich komme im Moment nicht so oft in DM und deswegen habe ich mir jetzt von Rossmann mal die mitgenommen. Die hatte ich auch schon mal. Die sind eine ganz gute Alternative zu denen von Dontodent, die ich sonst immer habe. Aber ich finde sie einfach einen Ticken schlechter. Deswegen kaufe ich mir immer die von Dontodent. Aber jetzt mussten halt die eben mal mit, weil ich sonst keine Zahnbürsten mehr habe. Und das ist natürlich nicht so toll. Das sind von Perlodent Med die iX Control Zahnbürsten eben in Sensitive. Ich habe die einmal in Weiß mitgenommen, ganz schlicht. Und einmal hier in so einem Beerenrot. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Die duften mit. Habe ich halt jetzt einmal mitgenommen. Normal, wie gesagt, immer die von Dontodent. Dann habe ich mitgenommen. Ich meine, die waren im Angebot. Von Isana Young. Die Reinigungstücher. Das sind einfach die pinken für alle Hauttypen. Die finde ich super. Die sind wirklich gut feucht. Und die nehmen wirklich gut Schmutz ab. Und auch mal eine getönte Feuchtigkeitscreme. Und ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß, dass viele von diesen Tüchern schwärmen, weil die wirklich gut feucht sind und in der Drogerie wirklich super gut sind, weil die halt, wie gesagt, gut feucht sind und halt so mit am günstigsten. Und ja, die habe ich jetzt mitgenommen. Ich brauche die wieder Reinigungstücher, deswegen habe ich jetzt eben diese Packung noch mitgenommen und eben im Müller die von Terra Naturi noch, dass ich wieder ein paar da habe. Und dann habe ich einmal bei Rossmann noch mitgenommen von Kneipp das verwöhnende Cremeölpeeling mit Kamelie und Argan. Das ist halt so ein Zuckerpeeling mit nährender Ölcreme, steht hier jetzt drauf. Ich finde das super. Das hält mir wirklich lange. Also benutze das so, wenn ich Spaß habe, mit ungefähr 5-6 Mal für die Beine. Ich verwende das meistens nur für die Beine, weil ich da einfach mehr Pflege brauche wie an den Armen. Und für die Arme halt irgendwie normales Peeling. Also im Moment habe ich von Balea das von vor 2 Jahren, glaube ich, in der Dusche stehen mit Apfelzimt. Das habe ich auf Kleiderkreisel getauscht. Und das verwende ich jetzt, dass es einfach leer geht, weil es halt, glaube ich, jetzt den Sommer ablaufen würde und deswegen verwende ich das eben jetzt den Winter noch fertig und dieses Peeling werde ich auf jeden Fall auch bald verwenden, dieses von Kneipp und finde ich sehr, sehr toll. Ist halt nur echt teuer, so. Wenn das nicht so teuer wäre, würde ich mir das echt oft kaufen und wenn das aus dem Sortiment gehen würde bei Rossmann, ich würde in jede Rossmann-Filiale und das leer kaufen, weil das ist echt super, weil ich liebe das. Es riecht einfach toll und es pflegt echt gut und es erinnert mich so ein bisschen an Zimtsterne. Also, schaut das auf jeden Fall mal an. Das ist echt gut und auch schön reichhaltig für den Winter. Dann hat noch ein Badesalz mitgedurft und zwar Deine Traumzeit von Isana mit Lavendelöl und mit Lavendel- und Vanilleduft.
Und das hat mitgedurft, das habe ich nämlich im Tauschpäckchen mit der Ilona gehabt und habe es jetzt erst aufgebraucht und habe es dann mir gleich nachgekauft, weil ich den Duft echt gut finde. Weil es halt eben nach Lavendel und Vanille riecht und man nicht nur den Lavendel rausriecht. Und deswegen hat das wieder mitgedurft und ich mag das sehr gern. Hier steht jetzt drauf, traumhafter Schaum. Schaum ist auf jeden Fall da, aber nicht so viel, dass es jetzt die ganze Zeit bleibt, während man in der Badewanne liegen würde. Ich verwende das halt für ein Fußbad, deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Wegen der Pflegewirkung für die Füße ist auf jeden Fall okay. Und dann habe ich eine neue Maske entdeckt, die durfte jetzt auch noch mit. Ja, okay, es sind zwei Neuheiten, aber das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Und zwar von Schäbens, die Afrika-Maske hat zweimal mitgedurft. Reinigt samt, pflegt intensiv und schützt mit Schlamm, Baobaböl und Shea Butter. Ist eine Limited Edition, wie gesagt, zweimal. Ich bin gespannt, wie die sein soll. Die soll eben sanft reinigen, aber auch pflegen. Und das ist sehr gut für mich im Moment. Wie gesagt, meine Haut ist im Moment sehr trocken mit ein paar Unreinheiten. Und ich denke, dass die ganz gut sein wird. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht so schlammig riecht, sondern vielleicht sehr angenehm. Und werde ich auf jeden Fall testen und euch berichten. Dann habe ich sehr, sehr viel Haarpflege entdeckt, die eben aus dem Sortiment geht. Wie zu einem die Isana Haarkur Seidenglanz. Glanzloses und trockenes Haar mit Anti-Frizz-Komplex und Aprikosenkernöl und Seidenextrakt. Die durfte eben mit, wie gesagt, geht aus dem Sortiment. Normal kaufe ich ja immer die Intensivpflege, also die in dieser hell-cremefarbenen Verpackung. Jetzt durfte halt die mal mit, weil sie halt jetzt sehr günstig war und ich finde den Duft ganz gut. Ja, und sie war halt, wie gesagt, sehr günstig und ich denke, mit der kann ich nichts falsch machen, werde ich testen und werde euch auch berichten. Dann durfte noch mit, habe ich euch ja auch gesagt, in dem Tauschpäckchen von der lieben Caroline hatte ich ja von Schauma das Repair- und Pflegeshampoo drin. Und dort habe ich eben auch erwähnt, dass ich mir die Spülung wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal irgendwo hinkomme, gleich kaufen werde. Ja, dass ich einfach Shampoo und Spülung dann zusammenverwenden kann. Und dann habe ich mir eben jetzt von Schauma die Repair- und Pflegespülung mitgenommen. Die aber für den Originalpreis, also die ging nicht aus dem Sortiment. Das ist ohne Silikone, verstrapaziertes und trockenes Haar. Mit Shea Butter und Kokosextrakt. Und ich liebe den Duft von dieser Reihe. Ich habe die auch im Moment noch da. Also Shampoo, Spülung und eben Shampoo hatte ich jetzt nochmal in dem Tauschpäckchen. Und Spülung habe ich mir jetzt nochmal dazu gekauft, weil ich halt immer eine Spülung verwenden muss, weil ich sonst meine Haare komplett gar nicht durchbekomme. Klar, ich könnte auch eine Kur dazu verwenden, aber wenn es eine Spülung dazu gibt, verwende ich doch lieber gerne die Spülung dazu. Und deswegen durfte die jetzt mit. Genau, einmal die und werde ich auf jeden Fall austesten. Beziehungsweise kenne ich ja schon, mag ich sehr gern. Dann habe ich aber entdeckt, dass von Schauma einiges auch aus dem Sortiment geht. Und zwar zu einem diese relativ neue Reihe, das hat mich sehr gewundert. Und zwar die Honigcreme-Reihe. Aufbau-Shampoo und Aufbau-Spülung für brüchiges und sprödes Haar, jeweils für 80 Cent. Da dachte ich mir, nehme ich das mit. Wie gesagt, geht das aus dem Sortiment. Und hat sich ganz schön angehört. Meine Schwester hat das auch im Moment, glaube ich. Auf jeden Fall hat sie es da. Ich weiß nicht, ob sie es gerade verwendet. Mit wertvollem Honigextrakt. Es riecht sehr angenehm, also schon sehr natürlich nach Honig. Und eigentlich wollte ich die Garnier Varichette Honigreihe mitnehmen, aber als ich dann eben gesehen habe, dass die von Schauma gerade im Angebot ist, beziehungsweise eben aus dem Sortiment gedacht, ich kaufe ich die, probiere ich einfach mal aus und hoffe, dass es gut sein wird. Genau, werde es auf jeden Fall testen und werde euch auch irgendwann mal berichten. Ja, einmal das. Und dann habe ich noch entdeckt, geht aus dem Sortiment von Schauma, das silikonfreie Pflegeshampoo. Das ist dieses hier. Für feines, glanzloses, trockenes Haar. Und das habe ich mir mitgenommen, weil es eben auch für 80 Cent aus dem Sortiment geht. Es ist ohne Silikone, es ist mit Meereskollagenextrakt und soll eben ja, alle Rückstände entfernen. Beziehungsweise soll es halt keine Rückstände im Haar hinterlassen. Und es riecht ja einfach sehr frisch. Es riecht sehr frisch, es riecht wie so ein frisches Waschgel, also einfach sehr angenehm. Und ich werde es testen, ich bin gespannt, wie es sein wird. Das Shampoo ist frei von beschwerenden Rückständen, kräftigt das Haar von innen und verleiht Glanz. Für intensiv gepflegtes, schwereloses Haar mit natürlicher Sprungkraft. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird. Dieses hier hatte ich jetzt noch nie das silikonfreie. Werde es testen und werde euch auch hier definitiv mehr darüber sagen, wenn ich es getestet habe. Dann ging noch ein Shampoo von Garnier Varichette aus dem Sortiment. Das wollte ich auch schon länger mal testen, habe es mir aber nie gekauft, weil ich halt dazu nie eine Spülung gesehen habe. Jetzt habe ich es mir aber mitgenommen und werde es dann einfach zu irgendeiner Spülung, die ich noch hier habe, verwenden. Und zwar von Garnier Varichette der Farbglanzbewahrer, Cranberry und Arganöl für koloriertes oder gestrenntes Haar. Ich habe meine Haare das letzte Mal koloriert vor
3 Monaten oder so, aber ich denke, das Shampoo weiß dann nicht, ob die Haare koloriert sind. Und meine Haare sind halt nun mal trocken, egal ob sie koloriert sind oder nicht. Und deswegen habe ich das jetzt mitgenommen und werde es testen. Hier sind 250 ml da drin. Ich bin ja sehr begeistert von der Warenschätzerei und das Shampoo riecht so gut. Ja, ich habe dann auch im Geschäft eben dran gerochen und habe eben geschaut, wie es mir so vom Duft gefällt. Und es hat wirklich super gerochen, deswegen durfte es eben auch mit. Und ich denke, das werde ich zum Garnier, zu der Spülung von Garnier Fructis verwenden. Diese Farbbeschützer, glaube ich, heißt die. Und ja, dann habe ich die zwei eben zusammen verwendet. Beides gegen Farbverlust quasi. Und ja, das durfte einmal mit, werde ich testen. Und dann habe ich gesehen, sind die Glade-Kerzen im Angebot gewesen für 2,22 €. Und falls ihr die Rossmann-App habt auf eurem Handy oder auf eurem Smartphone, gibt es da im Moment einen Coupon. Und zwar, wenn du 3 Glade-Produkte kaufst, bekommst du einen Sofortrabatt von 2 €. Und sie waren im Angebot und dann noch die 2 €, dachte ich mir, nehme ich gleich mal 3 Kerzen mit, weil ich benutze meistens nur die Kerzen, denn so Sprühsachen, also diese Glade by Brise One Touch Auffüllerteile, habe ich im Moment noch eins da, was noch gut voll ist. Und ja, so den anderen Rest benutze ich halt einfach nicht. Und deswegen habe ich mir 3 Kerzen ausgesucht. Einmal, die habe ich mir jetzt schon so ein bisschen für den Frühling gekauft. Diese Variante hier, das ist Glade by Brise, Bali, Sandelholz und Jasmin. Eben diese grüne, die kaufe ich mir eigentlich immer wieder nach. Ich mag den Duft ganz gern und deswegen durfte die jetzt einfach mit. Riecht halt sehr frisch, aber auch so ein bisschen würzig durch das Sandelholz. Ja, finde ich sehr gut. Die durfte einmal mit. Und dann eben habe ich gesehen, gehen die Glade Bratapfel- und Zimtkerzen aus dem Sortiment. Also das Fach war leer, es waren nur noch 2 drin und die ganzen Wintersachen gehen ja jetzt langsam bei Rossmann auch raus, gerade was so Kerzen angeht. Und leider sind halt die normalen Kerzen von Rubinlicht leider bei mir schon ausverkauft gewesen. Vielleicht hätte ich die alle mitgenommen noch. Also gerade die Wintersachen, weil es halt doch noch kalt ist und ich doch noch gerne Winterdüfte brennen habe. Aber ich habe mir jetzt einfach zweimal von Glade die Cheerful Spirits Bratapfel- und Zimtkerze mitgenommen. Ist halt eben limitiert. Und da waren halt noch so 2 Anhänger drauf. Einmal hier mit einem Herz und einmal hier so ein Elch. Fand ich auch ganz schön. Und die verwende ich eigentlich im Winter immer. Diese Anhänger hier hänge ich einfach irgendwo in meinem Zimmer auf oder auch mal an den Tannenbaum oder je nachdem. Und die durften jetzt eben zweimal mit. Die riecht so toll. Oh ja, ich liebe die. Die riecht echt super. Und eben wie gesagt, die waren halt im Angebot für 2,22 €. Und dann noch der Sofortrabatt von 2 €. Das heißt, ich habe für 3 Glade-Kerzen, die ja wirklich super intensiv duften, wenn sie an sind, gerade mal 4,44 € gezahlt. Und das fand ich halt super. Für 3 Kerzen, 4,50 € ungefähr zu zahlen, finde ich echt klasse. Und deswegen durften die mit. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt habe ich wieder so einen kleinen Winterkerzenvorrat. Ich freue mich ja auch schon, wenn die Sommerkerzen reinkommen. Da werde ich mich dann gleich ein bisschen eindecken. Aber im Moment brennen doch eher noch die Winterkerzen. Und genau, das war es jetzt eigentlich schon von mir. Das war mein Haul, mehr habe ich nicht gekauft. Ich hoffe, dass das kleine, aber feine Video euch gefallen hat. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.